Was geht ab, Raffaelos Ray? Jetzt habt ihr so wieder eingeschaltet habt. Folgende Situation ist passiert, die ich jetzt gerne hier sachlich schildern würde. Ich habe letztens die Waschmaschine mit meiner Dusche verwechselt. Als ich das rumgeschleudert wurde, sind ein paar Synapsen gegen meine Schädeldecke geknallt und haben eine Elektrolytenüberdosis in meinem linken Gehirnlappen verursacht, was wiederum zu einem Geistesblitz geführt hat, der mich daran erinnert hat, dass ich doch damit mal ein Video drehen kann. Ja, völlig verrückt. Yo. Ja, das war so meine Morgenroutine. Schreibt gerne mal eure in die Kommentare. Auf jeden Fall habe ich das mit einem anderen Ding kombiniert, was mir Probleme bereitet hat. Und zwar abgelaufenes Essen in meinem Kühlschrank. Ich versuche immer alles aufzufuttern, aber manchmal versteckt sich da so ein Ei in der Ritze. Und das nutze ich jetzt zu meinen Gunsten. Weil ich will endlich nicht mehr das einzige Weichei vor dieser Kamera sein. Deswegen habe ich mir hier noch vier andere Weicheier dazu geholt, die leider am 14.14. abgelaufen sind. Und 14.14? Ja, und leider nicht mehr zum Verzehr geeignet sind. Dafür aber natürlich für spektakuläre Stunts mit Dre Fox. Wir werden nämlich eine Challenge machen, wo ich auch noch meine Flöhe dazu hole. Also, Weicheier, Flöhe, alles dabei. Riesiger Zirkus hier auf dem YouTube-Kanal Dre Fox. So. Wo war ich? Ja, es geht jetzt los. Ja. Die Challenge besteht auf jeden Fall daraus, dass wir einen Lostopf haben, aus dem wir abwechselnd ziehen. Wir spielen zwei Runden, ja? Das heißt, jeder hat zwei Eier, die er beschützen muss. Diese Eier zaubern wir jetzt gleich in die Waschmaschine. Allerdings nicht mit der blanken Schale, sondern unser Ziel ist es, dass diese Eier überleben. Wir treten gegeneinander an und wir dürfen pro Runde immer nur drei Zettel rausziehen. Auf diesen Zetteln stehen unsere Schutzengel in Form von Produkten, wie zum Beispiel Gummihandschuhe oder Luftballons und ganz vieles mehr, mit denen wir unsere Eier schützen können. Ich bin auf jeden Fall krass gespannt, welches Ei am Ende überlebt wird. Ach man, ich hätte einfach studieren sollen. Das hier sind übrigens die einzigen garantierten Hilfsmittel, die man benutzen darf, um am Ende den ganzen Klumpen zusammenhalten zu können. Ich ziehe direkt mal den ersten Lappen und Alufolie. Da kann ich so richtig einen Panzer draus bauen. Frischhaltefolie. Nein, ich glaube, das ist noch besser. Nächstes Produkt. Ich habe Socken. Handschuh. Ich bin schon bei meinem letzten. Oh. Luftpolsterfolie. Ja. Das ist ein Backpapier. Schreibt mal in die Kommentare, mit was würdet ihr eure Eier schützen. MacGyver ist am Start. Legen wir direkt los mit unserer Bastelstunde. Tschüss. Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, dass man immer einen Zipbeutel bekommt. Der schützt das Ei zwar nicht, aber dafür meine Waschmaschine, dass da kein Rührei entsteht. Und jetzt kommen wir zu meinen Hilfsprodukten der Superlative. Socken, Alufolie, Luftpolsterfolie. Oh. Zack, das Ei ist schon mal drin. Ich bin so gespannt, Junge. Ich glaube, so ist schon mal ganz gut. Ich tue das Ganze erstmal in meine Socken rein. Alter, hast du ein starkes Setup. Ultramann. Ich will das auch. So, boah, das ist richtig stark, Mann. Alter. So ein ganz kleiner Streifen, das reicht echt schon. Das kommt jetzt hier rüber. Zack. Jetzt kommt nämlich noch meine Aluminiumfolie. Shit, die habe ich vergessen. Ja. Nein. Diese Trommel in der Waschmaschine hat ja so laute Metallspitzen. Wenn das damit rumgeschleudert wird, dann zerplatzt es auch schon wieder direkt. Und da ist die Aluminiumfolie jetzt der perfekte Schutz. Versucht es jetzt einfach hier so zusammenzurollen, wie so ein dünner Dürüm. Boah, die ganze Trommel wird gleich voll sein. Alter. Junge, okay. Da ist ein Ei drin, Diggi. Einmal geht noch rein. Ich habe keine Chance gegen das. Und jetzt kommt mein Tape, damit das Ganze auch zusammenhält. Das kriegst du einfach nie wieder auf, Alter. Zack, zack. Junge, was machst du? Tada! Ich glaube, das ist mit Abstand das stärkste Paket, was man da hätte machen können. Schaut euch mal, was für ein Panzer das ist, Mann. Ich bin jetzt gespannt, ob du das toppen kannst. Nee. Frischhaltefolie hast du, Backpapier und ein paar Handschuhe. Dann machen wir das hier zu. Und dann ist mein Plan, dass ich das einfach so, wie es ist, reinschmeiß. So habe ich es auch gemacht. Das ist doch irgendwie, ne? Ja, das ist drum. Und da machen wir jetzt den zweiten drumrum. Nein, machen wir nicht. Aha. Fresh-Holding-Folie. Also mein Paket wird auf jeden Fall kleiner als deins. Und dann machen wir erstmal so Bluffi. Hey Junge, nimm doch viel mehr. Ja, ich bin doch noch nicht fertig. Wieso helfe ich dem überhaupt? Aha. Kommen wir da jetzt zum Luftpolsterpolster. Und da machen wir das jetzt hier drum. Ah ja. Oh, wird das schaffen, liebe Damen und Herren? Oh, das geht. Das zieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Jo, als ob das geschafft hat. Bah, wie so eine fette Kaulquappe. Hättest du bis jetzt was anders gemacht? Alles. Ach so. Ja. Hui. Du sollst keine Papierflieger jetzt basteln. Hä, was machst du? Ich weiß es doch selber nicht. Also den Einpackpreis will auf jeden Fall deins gewinnen. Oh, deins ist doppelt so schwer wie meins. So ein Ding ist das. Ja. Das heißt, es wird aber auch härter durch den Kübel geschleudert. Let's test this shit. Wir pfropfen das Ding erstmal hier in die Turbine rein. Safe.
So, das Programm ist ausgewählt. Wir machen das Ganze eine Minute. Auf die Eier, fertig. Los, die Zeit läuft. Komm, Fuß, enttäusch mich nicht. Oh, die ersten Seiten, das hat es schon überlebt. Alter, wie das da rumballert, Mann. Man hört's. Oh, das war's. Oh, Andi. Eine Rennung geht auf und ein Salto. Eieiei, 1600 Umdrehungen. Das Ding wird rumgeschleudert wie ein Stern in der Milchstraße, meine Damen und Herren. Wir haben nur noch 4 Sekunden. 3, 2, 1. Abbruch. Und eieiei. Es fühlt sich einfach klasse an. Wow. Warum muss ich auch schon so? Ja. Ja. Dann tun wir jetzt eins da rein. Ja. 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 Auf die Plätze. Fertig. Los. Das ist so ein harter Fall. Oh, das ist viel heftiger. Genau auf das Metallkörbchen. Das ist einfach unfair. Das Ding dreht sich nicht mehr! Ja, 1600 Umdrehungen, willst du mich verkackt eiern? Einfach. Und es rollt sich! Alter, wie auf der Kirmes! Party! Und ich bleib schon wieder stehen, ich glaube, ich spinne. Die letzte Party, meine Damen und Herren! Alter Verwalter, was das eine Action! Ich kann es wirklich gar nicht einschätzen. Die Dinger wurden auf jeden Fall gut rumgeschleudert. Ich habe eher Angst, dass ich es jetzt hier beim Auspacken kaputt mache. Oh, ich sehe schon mal den Socken. Es fühlt sich schon mal so an, als ob die Luftpolsterfolie überlebt hat. Yes! Nein! Boah! Junge! Alter, das hätte es mal auf den Tisch geklatscht. Whisky. Oh! Und? Ja! Nein! Eine Minute im Schleudertraum und trotzdem nicht geplatzt. Bitte, Leute! Geh doch auf! Oh, das sieht. Alter, ich dachte gerade, das sieht gelb aus. Geh weg von meinem Gesicht! Ich dachte ganz kurz, das wäre das Eiweiß, was da rausbauen will. Oh, es sieht gelb da drin aus. War das so gelb? Und auf! Oh, nee. Was nee, ist das? Du hast fucking Rührei gemacht. Das ist nicht das Ei. Schau mal. Aber ich glaube, das ist die Folie. Als ob die Folie gelb ist, das kann doch nicht sein. Nein! Ja! Ich hab's gerade fallen lassen, ich dummerchen. Und? Ja! Was? 1:1, Freunde! Aua! Junge! Wir sind auch schon direkt bei der nächsten Runde angelangt. Jetzt. Und damit auch die finale Runde. Jetzt kann man das Ding noch wenden und drehen und wuppen, wie man will. Komm schon. Ich hatte die schlechteren Sachen gerade. Wolle! Bitte irgendwas Nices. Welches nehme ich? Schal! Schal ist gut. Schal ist sehr Nein, gut. Schal ist sogar besser Schal als kann man das. Und Handtuch! Noch ist nicht vorbei. Unterhose! Meine Eier sind da drin auch noch nie kaputt gegangen. Mein letztes. Schuhe. Oh. Das allerletzte für dieses Video. Eine Windel. Boah, Alter, ich hab dreifach voll. Stark. Ich glaube, deins ist ein Tick besser. Ich fange mit dem Schuh hier an. Erstmal ein bisschen lüften hier. Als nächstes nehme ich mir schon mal hier ein bisschen Wolle raus und platziere das einmal so rein. Einfach eine Wolke im Schuh. Die zweite Ladung auch. So, hier das Ei. Jetzt nochmal Wolle drüber. Jetzt die Schuhzunge wieder hier reinlegen. Klettverband reinflöten. Zack, zack, zack. Sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Jo. Wir müssen danach den ganzen Schuh auseinanderschneiden. Zack. Schwupps. Hey, 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 hey. Junge, ist das fett, Mann. Eieiei, ob das klappt, das wird ein enges Ding. Ich glaube, ich hab's. Laber nicht. Schaut euch mal das dicke Ding hier an. Ah, das Ei. Oh. Das Ding kommt wieder hier rein. Oh Gott. Ich tue das erst in die Unterhose. Eier. Und das Ding kommt dann in die Windel. Das Geile ist halt, dass eine Windel generell schon einfach so ein bisschen gepolstert ist, ne? Boah, das ist eigentlich so cool, weil du kannst das jetzt richtig schön einpacken und zumachen mit den Teserstreifen. Ach, das ist so Klettverschluss, noch besser. Was das denn hier für ein Anaconda? Jetzt weiß ich noch nicht. Wird das eingerollt? Jetzt kommt die große Entscheidung. Teserfilz ist oder machst du Gummi? Panzer Dave. Wer hat sich für Panzertape entschieden? Alles klar. Panzertape. Davon werden Panzer gebaut. Ja. Tada. Jetzt. Wieder dieser krasse Größenunterschied, Mann. Sieht aus wie so ein richtig schlecht verpacktes Geschenk. Diesmal legt Flo das Ding als erstes rein. Wir verdoppeln die Zeit. 2 Minuten Schleudergang in 3, 2, 1. Yo, jetzt kommt erst auf der Hose. Oh, das war ein krasser Fall. Das war ein Sturz. Den kann kein Ei überleben, liebe Damen und Herren. Da ist doch nur eine Windel drin. Die Windel, die wird sich gleich in die Hose machen vor Schiss. Aha. Und es geht weiter in die andere Richtung. Eieieiei. Ich will nochmal anmerken, wir haben doppelt so viel Zeit. Das war ein harter Fall. Das kann nicht gut ausgehen. Es geht weiter und es purzelt vor sich hin, Leute. Wenn das jetzt kaputt geht, obwohl ich dachte, dass es besseres Equipment ist, dann habe ich den Glauben an die Eier verloren. Gleich haben wir die Halbzeit. 1 Minute und 6 Sekunden noch. Wie sind Ihre aktuelle Gemütslage? Ich weiß es nicht, ich bin mir unsicher. Alter, jetzt spinnt es aber rum wie so ein Autofahrrad. Boom!
Oh, oh, das war ein harter Sturz. Wenn das so bleibt, dann hat es eine gute Chance zu überleben. 27 Sekunden, 26, 25. Oh, es wird schneller. Oh, es wird schneller, aber das ist ein gutes Zeichen, weil wenn es schneller läuft, dann wird es nicht mehr rumgeschleudert, sondern es bleibt die Zentrifugalenergie an der Wand kleben. Es wird immer schneller. Es wird immer schneller und ich immer schneller. Gar nicht mehr. Es wird viel schneller als davor. 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1. Und ist das Pudding? Ist das Pudding oder nicht? Das und vieles mehr erfahren Sie nach der Werbung. Ja. Ihr kennt doch bestimmt alle den Spruch, das Beste kommt zum Schluss. Oh, ich habe richtig Angst, dass beim Schleudern jetzt gleich hier meine Gummis reißen. Bei meinen Eltern ist es damals nämlich auch passiert. Der letzte Waschgang geht los in 2, 3, 5, 7. Es dauert wieder ein bisschen, bis es in Gang kommt, aber ich glaube, das haben wir gleich wieder raus. Und zwar kommt der Dreh jetzt. Das Handtuch hat den Dreh raus, liebe Damen und Herren. Das sehe ich schon direkt in den ersten Sekunden. Oh, jetzt geht's hier. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Oh, oh nein. Dreht da war der erste harte Takedown. Das ist ja krasser als beim Wrestling, Digga. 1:30. Wir haben ein Viertel schon vorbei. Ich habe ein bisschen Angst um meine Eier. Oh, es ist quer. Aber, oh nein, der Inhalt meiner ganzen Eier wird gleich wahrscheinlich rausgespritzt aus dem Ding. Oh, das sieht nicht gut aus. Also meist wird viel, viel mehr umgeschleudert als das von Flo. Das Ding knackt und knittert wie sonst was. Ein Karamba. Oh, jetzt wird da noch Wasser reingepumpt, oder was? Oh, es wird immer schneller. 5, 4, 3, 2, 1. Abbruch. Und... So, jetzt ist wieder der Moment der Wahrheit gekommen. Diesmal fängt der Flo an mit Auspacken. Behutsam aufmachen, liebe Freunde. Haben wir wieder unsere Schlauch-Anaconda. Ach, die Windel ist ja auch noch dazwischen. Natürlich, das Ei. Wo ist die Riesen-Ei? Ja! Nein! Es ist ganz... Das gibt's doch nicht. Oh. Also erstmal das Gummi, was nicht geplatzt ist, entfernen. Der hat meine Eier gerettet, glaube ich. Jetzt müssen wir uns erstmal hier durch das Vogelnest kämpfen. Und... Nein! Was? Das kann ja nicht sein, dass... Ja, damit habe ich gewonnen. Meine Damen und Herren, es war mir eine volle Freude.